vor ein paar Wochen hatte es ein Virusinfekt geschafft, mich innerhalb von ein paar Stunden völlig lahmzulegen. Ich hatte Schmerzen im ganzen Körper und das Fieber, davon hatte ich den Eindruck, es verbrennt mich innerlich und ich war einfach wie ausgeschaltet. Alles fiel schwer. Das Atmen, das Reden, es kam nichts mehr an richtig und ich war wirklich richtig krank. Aber was ankam in meinem inneren Menschen, das war die Erinnerung an Gottes Wort und dass er sagt, er sandte sein Wort und heilte sie. Das kannst du lesen im Psalm 107. Und so fing mein innerer Mensch, trotzdem äußerlich alles wirklich übel war und ich empfand es auch als sehr schwer, trotzdem begann mein innerer Mensch nach dem Herrn zu rufen. Nach einem Wort, was er mir geben sollte. Nach einem Wort, was mich innerlich aufrichten würde, was mich innerlich stärken würde. Denn ich wusste, wenn er sein Wort sendet in meinen Geist, dann wird das Wort mich beleben, dann wird dieses Wort Heilung immer mehr in mir hervorbringen. Wir kommunizieren mit dem Herrn von Geist zu Geist und ich habe gebetet, Heiliger Geist, sende mir ein Wort. Und nach einer Weile kam mir ein Psalm in den Sinn, den ich vor vielen Jahren irgendwie gelernt hatte, entweder durch Predigt oder dadurch, dass ich es selbst auswendig gelernt hatte, aber es war nach einer ganz alten Übersetzung. Und so rief der Herr mir diesen Psalm in Erinnerung. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich lese dir diesen Psalm aus der Bibel vor. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben und deine Jugend sich erneuert wie bei einem Adler. Dieses Wort war ständig in meinem Inneren präsent. Ich habe das ständig aufgesagt, ständig vor mir hergesagt. Und dennoch gab es eine Situation, als der Herr mir dieses Wort zugesprochen hat, dass ich dachte, was gibt es hier bitte schön zu loben? Was gibt es an dieser Situation, wo ich darüber dankbar sein sollte oder den Herrn preisen sollte. Und dennoch, ich wollte dem Wort unbedingt gehorsam sein. Und ich habe gesagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und ich habe das immer wieder gebetet. Immer wieder. Und es hat meinen inneren Menschen gestärkt. Es hat meinen inneren Menschen erhoben über diese äußeren Schmerzen, über dieses, was ich im Körper einfach empfunden habe. Und so möchte ich dir zusprechen, dass dieses Wort Heilung hat für dein ganzes Fleisch. Dass dieses Wort, was der Herr dir sendet, dich wiederherstellen kann. Nicht nur, wenn es im körperlichen Schmerzen sind, sondern auch in unserer Seele, auch in unserem Inneren. Und er wird es aufbauen, er wird es wieder beleben und er wird die Dinge heilen. Und deshalb sage ich dir, füll dein Herz jetzt mit dem Wort Gottes. Lerne Dinge aus dem Wort Gottes auswendig. Lerne Verheißungen Gottes auswendig. Denn es werden vielleicht Zeiten kommen, wo du zurückgreifen musst auf dieses Wort der Heilung, auf dieses Wort der Kraft, auf dieses Wort der Zusage, dass es Hoffnung gibt, dass es wieder sich in einen anderen Zustand entwickeln wird in deinem Leben, dass Heilung kommt und einfach wieder eine Gesundheit für Geist, Seele und Leib. Fang an, das Wort Gottes in den guten Zeiten in deinem Leben einzubauen. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.